Ja, diesmal haben wir eine G-Klasse. Eins meiner Lieblingsfahrzeuge, wie ich das so meine. Ja, eigentlich ist jedes Fahrzeug ein Lieblingsfahrzeug von mir. Aber dieses Auto liebe ich einfach, weil das einfach ein sehr, sehr schönes, zeitloses Auto ist. Was wir hier machen, zeige ich euch jetzt. Und ich erkläre es euch. Okay. Was machen wir an diesem guten Stück? Ich werde es euch jetzt erklären. Also, zum einen, meine Frau sagt immer, hä, die G-Klasse sieht doch immer gleich aus. Weißt du, für viele Leute, die das Auto nicht kennen, sieht das Auto halt meistens immer gleich aus. Ja? Für Leute, die das Auto aber kennen, ist es nicht immer gleich. Und zwar, wir machen daraus jetzt ein sogenanntes Facelifting. Wir werden das Auto ein bisschen liften jetzt einfach mal. Ja? Und beim Facelift machen wir Folgendes. Wir bauen diese Teile jetzt hier ab, machen hier Tagfahrlicht rein. Genau da. Hast du gezeigt, ne? Mhm. Beim Facelift ist es noch so, dass man zum Beispiel den Grill ändern kann. Ja? Bei dem Grill, der hat dann hier so schöne Chrom-Applikationen drin. Hat der jetzt zum Beispiel auch nicht. Hm? Was hat er noch nicht? Was halte ich denn hier in der Hand? Ein Spiegel. Ein Spiegel. Ich werde diesen Spiegel an diese schöne G-Klasse jetzt montieren. Das ist auch ein Merkmal vom Facelift. Das Problem ist allerdings, dass man dieses Kabel nicht einfach da anschließen kann und dann voilà, funktioniert. Nein, das ist nicht so. Ich muss jetzt diesen Kabelbaum modifizieren, so nenne ich das einfach mal, und werde dann die ganze Elektrik bearbeiten, so dass der Spiegel halt funktioniert. Ja? Was machen wir noch? Ah, wir bauen noch eine Rückfahrkamera ein. Eine Rückfahrkamera bauen wir auch noch ein. Und dann haben wir doch jetzt alles, ne? Ich meine, wir hätten jetzt alles. Ach so. Die Türklappen habe ich schon mal demontiert. Könnt ihr euch schon mal anschauen. Hier sind alle schon los, weil das muss ich ja alles abbauen, damit ich die Spiegel schön demontieren kann. Und ja gut, mache ich einfach mal weiter. So, um dieses schöne Video noch zum Ende zu bringen und zum Abschluss zu bringen, möchte ich euch mal das fertige Produkt zeigen. Entschuldigung, ich bin versprochen. So, das ist der fertige Spiegel vom Facelift, den wir vorher umgebaut haben. Wenn ihr das Video jetzt nochmal zurückspult, seht ihr, wie es vorher nochmal aussah. So, dann haben wir hier Tagfahrlichter eingebaut. Hier. Ich zeige das mal ganz kurz, die dunkel natürlich auch. Der Kühlergrill ist natürlich auch anders. Hätte ich gleich gedacht. Ja, okay. So. Und wir schauen noch mal ganz kurz auf die Tagfahrlichter, damit wir auch sehen, dass sie abdunkeln, wenn wir das Licht anmachen. Zack. So, das ist ja natürlich Standard, dass auch alles funktioniert hier, ne, bei uns. Alles so. TÜV geprüft hier. Richtig. Was haben wir noch gemacht? Also den Grill hast du ja schon gesagt, dass wir den Grill umgebaut haben. Dann, wie gesagt, die Tagfahrlichter, die Spiegel. Dann haben wir noch zusätzlich eine Rückfahrkamera eingebaut, so dass der Kunde halt immer seine Anhängerkupplung sieht. Die ist dann hier hinten verbaut. Da oben. Ja. Okay. Jetzt werde ich euch noch mal ganz kurz zeigen, wie man die Spiegel auch verstellen kann. Denn wie ich das ganz am Anfang gesagt habe, man kann nicht einfach einen Spiegel vom Facelift-Modell nehmen und den einfach hier dran schrauben und Elektrik dran machen und das funktioniert. Nein, so funktioniert das nicht. Aber da jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist und ich das jetzt hier alles schon wieder fertig habe, zeige ich euch einmal ganz kurz, wie es funktioniert. Einmal mit dir rüberkommen. Was hast du gesagt? Hau die Tür zu. Ach so, okay. Alles klar. So, hier ist der ganz normale, also wie immer bei der G-Klasse, der Schalter. Hier habe ich das Kreuz, womit ich den Spiegel verstellen kann. Drücken wir jetzt einfach mal auf links. Und jetzt fahren wir den Spiegel nach unten. Er fährt nach unten, dann nach oben, nach rechts und zu guter Letzt nach links. Und dies gilt natürlich auch für den rechten Spiegel. Soll ich das jetzt wirklich vorführen noch? Aber natürlich, können wir machen. Klar, zwei mal. So, sieht man das denn von da? So, rechts, links, oben. Okay, der ist schon ganz oben. Nee, oben und unten. So. Also funktioniert natürlich alles, ja. Und die Blinker funktionieren auch. Schau mal, die Blinker. Blinker links. Blinker rechts. Ja?
Also läuft. Es funktioniert alles, es läuft. Und man kann sich das kaum vorstellen, aber es ist wirklich so, denn bei Xavier Car Design funktioniert einfach alles. Das ist doch so, oder? Nein, also ich würde mich auf jeden Fall total freuen. Ich sag's ja jedes Mal, kommt einfach vorbei, schaut es euch an. Und jetzt kannst du das mal sagen. www.xavier-cardesign.de und Facebook. Einmal bitte liken. Liken und das habe ich noch nicht gesagt. Teilen wäre auch nicht schlecht. Wäre doch auch mal ganz geil. Einen Beitrag einfach mal teilen. Teilen, teilen, teilen. Alles klar, in diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns und Peace. Ciao. Tschüss.